ja neu akkreditieren. So, wir machen jetzt weiter und das bedeutet, wir kommen jetzt zur Schiedsgerichtswahl. Natürlich zur Wahl des Schiedsgerichtes. Und die stellen sich erstmal vor. Erstmal stelle ich die Frage, gibt es dazu Anträge? Laut Bundessatzung sind dazu welche? Bis eben habe ich dich noch gemocht. Ja, ich muss dich auch mit dem Antrag trollen. Wir haben in der Satzung geregelt, dass... Etwas mehr Ruhe, das ist wichtig. Ihr wählt ein Schiedsgericht. Das Schiedsgericht ist wichtig für euch. Also glaubt mir, das ist wirklich wichtig. Es werden Anträge gestellt. In der Satzung ist geregelt, dass das Schiedsgericht grundsätzlich aus 3 Richtern und 2 Ersatzrichtern besteht. Und es ist des Weiteren geregelt, dass durch Satzung oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung die Zusammensetzung erhöht werden kann, aber nicht verringert. Ich stelle daher den Antrag, es bei der Zahl von 3 Richtern zu belassen, aber die Zahl der Ersatzrichter von 2 auf 3 zu erhöhen. Ja, die Satzung lässt das tatsächlich zu. Dementsprechend werden wir diesen Antrag jetzt sofort bescheiden, weil sonst können wir mit der Wahl nicht weitermachen. Ich formuliere nochmal für alle, wir werden jetzt gleich eine Abstimmung zu einem Antrag zu eures Schiedsgerichtes machen. Das bedeutet, der Antrag lautet, die Zahl der Ersatzrichter auf 3 zu erhöhen. Wer ist dafür, dass dieser Antrag angenommen wird? Bitte jetzt mit Ja stimmen. Wer ist dagegen? Jetzt die Nein-Stimmen erst. Das sind... Bei 3 Gegenstimmen ist dieser Antrag angenommen, das heißt, wir wählen 3 Ersatzrichter. Darf ich jetzt weitermachen oder kommt noch ein Antrag? Alles klar, okay. Jetzt kommt noch ein Antrag. Es ist ebenfalls möglich, die Amtszeit der Richter durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu regeln. Und aufgrund des Kontinuitätsprinzips beantrage ich zu beschließen, dass die Amtszeit des Schiedsgerichts 2 Jahre beträgt. Ich bitte den, wenn ich kurz anmerken darf, das entspricht auch der Amtszeit des Bundesschiedsgerichts und etlicher Landesschiedsgerichte. Ich bitte das Plenum um Ruhe. Es ist ein Antrag eingegangen, der möchte die Amtszeit des Schiedsgerichtes verlängern. Bitte geh nochmal nach, komm nach oben. Ich stell dich da oben hin. Bitte, da. Also, dass das jetzt jedem klar ist, was gerade hier passiert, wird Christian nochmal formulieren, worum es jetzt geht. Ich bitte nochmal explizit um Ruhe. Dankeschön. Gut. Wie vorhin schon im Rechenschaftsbericht ausgeführt, ist es wichtig, dass wir gewisse Strukturen schaffen und auch eine Stabilität bekommen. Das betrifft die Größe. Man braucht eine gewisse Mindestgröße der Schiedsgerichte und es bedarf auch einer gewissen Amtszeit, damit diejenigen, die neu in ein Schiedsgericht reinkommen, sich eine Kompetenz erwerben und die dann auch idealerweise in der zweiten Hälfte einer Amtszeit anwenden können. Dazu ist eine Amtszeit von 1 Jahr zu kurz. Das hat die Erfahrung gelehrt. Es ist nicht mehr unüblich, dass die Schiedsgerichte auf 2 Jahre gewählt werden. Das ist beispielsweise beim amtierenden jetzigen Bundesschiedsgericht der Fall. Die Satzung sieht diese Möglichkeit vor und genau aus diesem Grund beantrage ich, dass wir heute, also dass wir zunächst beschließen, das Landesschiedsgericht für eine Amtszeit von 2 Jahren zu wählen. Okay. Möchte dazu jemand etwas sagen? Dann darf man das. Man darf sich zum Mikro begeben. Ja, geht noch nicht los gleich. Ne? Ich möchte doch bitten, das ist wirklich was Wichtiges. Ja? Hört zu. Dankeschön. Du hast das Wort. Ja, ich bin gegen eine Verlängerung auf 2 Jahre. 1 Jahr ist eigentlich ausreichend und man sollte auch immer wieder die Chance haben, unfähige Leute dann abzuwählen oder so, beziehungsweise nicht wiederzuwählen. Und dann hätte ich noch direkt eine Frage an den Antragsteller. Du hast ja gesagt,
mit dem einem Jahr Einlaufzeit und hin und her, darf ich das dann so verstehen, dass das vergangene Jahr das Landesschiedsgericht sich mal übers eingelaufen hat oder warm gelaufen ist? Oder wie hast du das jetzt gemeint? Also ich entnehme dieser Frage zunächst die Unterstellung, dass du sagst, das Schiedsgericht, zumindest Teile davon, waren im ersten Jahr, weil die Neulinge waren nicht fähig bzw. unfähig. Das ist selbstverständlich falsch. Es geht darum, dass Arbeitsabläufe, und wir haben gemerkt, dass wir an unsere zeitlichen Grenzen gestoßen sind, einfach effizienter laufen, wenn man eine gewisse Routine hat. Und genau das ist der Grund, warum ich sage, man sollte eine zweijährige Amtszeit haben. Ja, ich muss selber sagen, ich war selber schon ein Jahr im Schiedsgericht und werde jetzt mich auch wieder für Schiedsgericht nominieren lassen als Ersatzrichter. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass ein Jahr definitiv schwierig ist für die Einarbeitung für jemanden, der juristisch keine Vorkenntnisse hat. Deshalb würde ich einfach auch gerne das Schiedsgericht für 2 Jahre gewählt sehen, dass man einfach die Zeit hat, was nicht durch ist, sich einzuarbeiten. Deshalb werde ich auch als Ersatzrichter kandidieren, damit ich immer die Chance habe, mich da einzuarbeiten. Also 2 Jahre wäre wirklich sehr, sehr gut. Und noch dazu ist mir gerade zugetragen worden, dass wir laut Bundessatzung sowieso drinsteht, dass man nur alle mindestens 2 Jahre wählen muss. Und da wir selbst keine Satzungsregelung dazu haben, ist eigentlich der Antrag sowieso gegenstandslos, weil wir de facto eigentlich schon 2 Jahre im Schiedsgericht hätten. Wir machen es bloß eher, aber laut Satzung müssten wir nicht mal. Kontra? Also ich würde darum bitten, diesen Antrag... Bitte etwas näher zum Mikrofon. Ich würde darum bitten, diesen Antrag abzulehnen, weil wie jedes Amt können sich die Leute ja jederzeit auch nach dem einen Jahr, nachdem sie sich dann eingewöhnt haben, wieder aufstellen lassen und wieder gewählt werden. Das ist kein Problem. Und die 2 Jahre sind ja nur eigentlich ein negativer Aspekt, dass ich sie nicht abwählen kann, wenn sie problematisch sind und ich dann ja auch eventuell nachwählen müsste, wenn welche weg sind, dass ich sowieso eigentlich nochmal eine Wahl machen muss. Kann ich also auch gleich diese Leute, die weiterhin drinbleiben wollen, sich selber wieder aufstellen lassen. Also es ist eigentlich mit dem ein Jahr kein Problem. Danke. Pro? Ich möchte darum bitten, diesen Antrag zu unterstützen. Es ist schon bei Vorständen ziemlich mistig, dass sie nur ein Jahr im Amt sind und dann jedes Mal quasi vor der Wiederwahl stehen. Mittelfranken hat das übrigens seit 2 Jahren, dass unsere Vorstände standardmäßig 2 Jahre im Amt sind, es sei denn, wir beschließen was anderes. Deswegen finde ich das bei Schiedsgerichten finde ich das noch wichtiger, dass sie einfach auch eine gewisse Kontinuität reinbringen. Und es ist ja nun nicht so, dass hier Leute zur Wahl stehen, von denen wir annehmen, dass es die größten Chaoten sind. Wenn ja, dann sollten wir sie halt nicht wählen. Kontra? Ich bitte zu bedenken, dass jetzt im letzten Jahr sich 2 Richter alleine für befangen erklärt haben. Das finde ich problematisch. Ein Richter hat dann gewechselt, ein Vorstandsamt. Also es wird dann eh in einem Jahr wieder gewählt, weil wahrscheinlich ein Großteil überhaupt nicht mehr im Schiedsgericht sein möchte oder sein kann, weil sie befangen sind. Danke. Pro. Ich glaube, hier ist vorhin der eine Satz untergegangen, deswegen möchte ich das nochmal betonen. De facto brauchen wir diesen Beschluss gar nicht. Das ist einfach nur eine Willensbekundung dafür, dass wir es wünschen, dass das Schiedsgericht für 2 Jahre im Amt bleibt. Das hat allerdings faktisch nur dann eine Auswirkung, wenn wir im nächsten Jahr bei der nominell anstehenden Vorstandsneuwahl kein neues Schiedsgericht wählen. Wenn wir dort ein neues Schiedsgericht wählen, was wir tun können, das lässt uns die Satzung offen, dann würden wir de facto den Beschluss hier aushebeln. Deswegen, wir können damit nichts kaputt machen. Das Einzige, was wir tun, wenn wir diesen Antrag annehmen, ist, dem Schiedsgericht zu sagen, wir möchten, dass ihr euch darauf vorbereitet, 2 Jahre im Amt zu sein. Traut ihr euch das zu und kandidiert bitte nur dann, wenn ihr auch das haben wollt. Das heißt, wir arbeiten hier für Kontinuität, ohne uns die Möglichkeit der Abwahl oder der Neuwahl im nächsten Jahr zu verbauen. Bitte. Ich hätte auch kurz anzumerken, wenn es darum geht, ein Schiedsgericht zu benennen, ja, eine Amtszeit von 2 Jahren, glaube ich, ist sinnvoll, denn was passiert, wenn ein Schiedsgerichtsverfahren läuft, nach einem Jahr die Richter neu gewählt werden, dann gibt es eine Übergabe und es gibt ein paar streitbare Leute in unseren Reihen, die das nämlich ausnutzen würden, das stelle ich jetzt einfach in den Raum und einfach wieder neue Richter benennen würden.
Das dient eigentlich nur, dann auch irgendwo das Ganze zu blockieren und einfach ein bisschen so runterzukehren. Deswegen einfach meine Meinung dazu, 2 Jahre, lasst die Leute arbeiten. Nicht zulässig. Bitte? Der letzte Pro-Redner. Mehr eine Nachfrage als eine Pro-Rede. Ist das Thema Nachwahl geklärt, falls ein Richter zurücktritt? Das ist eine Frage, die beantworte ich sehr gerne. Das ist satzungsgemäß geregelt, da muss man überhaupt nicht rummachen. Sollte in einer 2-jährigen Amtszeit, das steht ausdrücklich in der Satzung drin, sollte innerhalb dieser 2-jährigen Amtszeit einer oder mehrere Richter zurücktreten, kann nachgewählt werden. Es ist in der Satzung des Weiteren ausdrücklich geregelt, dass die Nachwahl für die restliche Amtszeit erfolgt, also insofern völlig parallel läuft. Kontra? Kontra, wir haben die meisten Schiedsrichter bis jetzt immer wiedergewählt, wenn sie gut eingearbeitet waren und es nochmal machen wollten. Die 2 Jahre ergeben jetzt eigentlich nur ein höheres Risiko, dass die Leute während der Amtszeit irgendwann zurücktreten, weil 2 Jahre einfach zu lang sind. Wir sind eine sehr schnell fluktuierende Partei und ich befürchte, dass 2 Jahre für einen Piraten kein überschaubarer Zeitraum sind. Es ist nicht zulässig. Abschlusswort. Entschuldigung. Wir haben noch einen Kontraplatz offen im Moment. Ansonsten könnt ihr ja durch GO die 5 Pro und 5 Contra wieder eröffnen. Aber das wisst ihr ja als gut informierte Piraten. Und ansonsten würde ich jetzt dem Antragsteller das Abschlusswort erteilen. Kein Widerspruch. Das Abschlusswort des Antragstellers, bitte. Danke. Ich möchte mein Abschlusswort als eine Erwiderung auf Manel richten. Gerade weil die Amtszeit jetzt auf 2 Jahre erhöht werden soll und alle die Kandidaten, die sich jetzt hier oben präsentieren werden, denen das bewusst ist und auch ein Jahr für piratische Verhältnisse relativ lang ist, halte ich es für wichtig. Ein Schiedsgericht braucht Kontinuität. Ein Schiedsgericht ist sicherlich kein Ort, wo man sich groß öffentlich produzieren kann. Ich habe vorhin berichtet, wie viel wir im Hintergrund gearbeitet haben. Das kann man nicht nach außen verkaufen, damit kann man sich politisch nicht profilieren. Mit anderen Worten, wer sich in ein Schiedsgericht wählen lassen will, muss ein sehr gutes Stück Ernsthaftigkeit mitbringen. Und es ist insofern auch eine Anforderung an die Kandidaten. Dankeschön. Wer ist dafür, dass dieser Antrag angenommen wird? Ich bitte jetzt nur um die Ja-Stimmen, wie immer bei mir. Gegenstimmen? Der Antrag ist mit 14 Gegenstimmen angenommen. Hast du noch was? Dann kommen wir jetzt zum Schiedsgericht. Kleinen Moment. Der Wahlleiter möchte mich unterbrechen. Ich lasse mich gerne unterbrechen. Er hat euch was zu sagen. Also bevor es zum Schiedsgericht geht, haben wir noch ein Ergebnis zu verkünden, nämlich das Ergebnis des 12. Wahlgangs, die Beisitzer. Es wurden 80 Stimmen abgegeben, alle 80 Stimmen waren gültig. Davon entfielen auf Kandidat 1, Benny, 67 Stimmen. Auf Kandidatin 2, Marion, 73 Stimmen. Damit sind beide Kandidaten gewählt. Ja, und jetzt müssen Sie noch sagen, ob Sie die Wahl annehmen, ne? Ja, ich warte, bis Sie beim Mikro sind. Jo. Liebe. Ich nehme die Wahl an. Ich nehme die Wahl an, aber wir haben noch ein Problem mit meiner Ämterkommodation, weil ich ja auch noch stellvertretender Vorsitzender in Regensburg bin. Das heißt, wir werden jetzt darüber abstimmen, ob Benny beide Ämter weiterführen kann.
Wer ist dafür, dass die Ämterkumulation zugelassen ist? Ich bitte jetzt um die Gegenstimmen. Mit 2 Gegenstimmen angenommen, du darfst so viel arbeiten, wie du willst. Bitte. So, jetzt noch eine Kleinigkeit. Glückwunsch. Wenn ihr euch gratuliert habt, noch kurze Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Arbeit des scheidenden Vorstandes, denn dessen Arbeit ist jetzt hiermit beendet. Und gratuliere dem neuen Vorstand und wünsche ihm viel Erfolg für das kommende Jahr. Ungern, aber naja, gut. Adi Schiedsgericht, der neue Vorstand, genau, fürs Vorstandsfoto. Aber ihr dürft euch ruhig dabei beeilen, weil wir wollen ja auch noch irgendwann weitermachen. So, Festbeleuchtung wieder aus hier. Ich fühle mich unwohl. Danke. Wir kommen jetzt zu der Vorstellung zum Schiedsgericht des Schiedsgerichtes oder der Kandidaten des Schiedsgerichtes. Ich möchte bitte alle Kandidaten für das Schiedsgericht nach vorne bitten. Und wir möchten gerne Falk Brecklein zum SKP. SKP ist hier vorne da, wo die tollen Haare sind. Falk Brecklein zum SKP. So. Das sind 6 und nicht 3. Aber wie auch immer. Gibt es noch mehr Kandidaten zum Schiedsgericht? Keine weiteren Kandidaten für das Schiedsgericht? Dritter und letzter Aufruf. Ja, dann geht das los mit eurer Vorstellung. Werdet ihr euch selbst einig, wer anfängt und wie und warum? Okay, dann fange ich mal an. Mein Schiedsgericht hat mich jetzt gerade rübergeschickt, weil ich die Kleinste bin. Deswegen muss ich anfangen. Ich bin Corinna, ich twittere unter Scaramouche 1989. Ich denke, die meisten haben das schon mal gesehen, ansonsten kennt ihr mich jetzt. Ich gehöre hier zum KV Regensburg.
bin Jurastudentin im zweiten Semester und möchte gern Richterin am Landesschiedsgericht machen, weil mir die Arbeit mit juristischen Fragen sehr viel Spaß macht und ich das ja auch aus meinem Studium schon kenne, dass ich mich mit gesetzesmäßigen Fragen auseinandersetze und da dann auch meine persönliche Meinung von einer juristischen Meinung abgrenzen kann. Soweit zu mir. Ich würde jetzt dann abgeben an den nächsten Kandidaten. Fragen, glaube ich, machen wir zum Abschluss, oder? Okay. Hallo, ich bin der Fenk. Ich bewerbe mich als Ersatzrichter, weil mir einfach nicht die Zeit zur Verfügung steht, als vollwertiger Richter zu arbeiten. Und das andere ist, fachlich hier sind Holger und Bim wesentlich besser und Corinna als Jurastudentin definitiv auch. Wie gesagt, ich war letztes Jahr Ersatzrichter, ich bewerbe mich jetzt auch als Ersatzrichter. Dankeschön. Servus, ich bin der Bachinger Michael und der Metzger Michi bekannt, irgendwie der Großteil von euch dürft mich kennen. Ich bin derjenige, der immer sehr schnell spricht. Ich versuche mal an die Pop einzuholen. Ich schaffe es immer nicht ganz. Ich kandidiere als Ersatzrichter, weil bei mir vor kurzem Nachwuchs angerauscht kam und deshalb auch die Zeit nicht ganz so dicke ist. Ich bringe dafür schon ein bisschen Erfahrung mit. Ich war schon mal ein Jahr lang im Landesschiedsgericht, nämlich vor 3 Jahren. Damals haben wir genau 2 Fälle behandelt, also ein bisschen weniger, als was wir jetzt behandeln müssen. Aber wie gesagt, ein bisschen Erfahrung bringe ich schon mit und kann ich dir, wie gesagt, als Ersatzrichter. Ich bin der Günther Görlich, bin schon ein paar Jahre als Pirat, war schon mal Schatzmeister im Bezirk Niederbayern und möchte jetzt wieder ein bisschen die Partei unterstützen, ein bisschen im Hintergrund. Und deswegen kann ich dir jetzt auch als Ersatzrichter, möchte mich da ein bisschen einarbeiten in den Bereich und hoffe da auch ein bisschen beizutragen, dass man die restliche Partei politisch arbeiten können. Das wäre es eigentlich schon. Danke. Ich heiße Holger Verlängerich. Ich war im letzten Jahr schon Richter. Mir macht die Arbeit im Schiedsgericht sehr viel Spaß. Ich finde diese Diskussion, die wir da haben, sehr interessant und auch wichtig für die Partei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir das Mandat gibt, da im nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren weiterzumachen. Mein Name ist Christian Reidel, genannt BIM. Ich bin seit 2011 bei den Piraten, war zunächst politischer Geschäftsführer und dann Bezirksvorsitzender in Niederbayern. Bevor ich dann ins Landesschiedsgericht gewählt wurde. Ich habe vorhin im Rechenschaftsbericht schon gesagt, dass der Teamgedanke uns sehr wichtig ist. Wir haben uns im Vorfeld, wie Corinna gesagt hat, auch bereits getroffen. Wir haben uns im Hinblick auf die erforderliche Professionalisierung und auch Effizienzsteigerung bereits auch vorbesprochen, wie wir die Zuständigkeiten innerhalb des Schiedsgerichts gerade im administrativen Bereich verteilen können. Von daher möchte ich euch bitten, dass ihr alle 3 Richterkandidaten und alle 3 Ersatzrichterkandidaten gleichermaßen wählt, damit wir als ein Team hier die Partei mit weiterbringen können. Dankeschön. Ich möchte euch kurz erklären mit den Folien. Wir haben eine Folie mit den 3, die für das Schiedsgericht kandidieren und eine Folie mit den 3 Ersatzrichtern. Ich kann nur immer hin und her schalten. Ich hoffe, euch verwirrt es nicht, wenn da immer die Namen wechseln. Auch diese Kandidaten dürfen befragt werden. Bitte. Zunächst eine Frage an die Corinna. Du warst Protokollantin am außerordentlichen Bezirksparteitag in Niederbayern und hast dein Amt dort niedergelegt als Schriftführerin und dadurch ist dann der Bezirksverband Niederbayern aufgelöst worden. Wie ernst nimmst du deine Tätigkeit, gedenkst du deine Tätigkeit als Mitglied des Schiedsgerichtes zu nehmen und wann legst du dein Amt nieder? Möchtest du die Frage nochmal wiederholen? Ja, kann ich gerne wiederholen. Du warst auf dem außerordentlichen Bezirksparteitag in Niederbayern Protokollantin und hast dort dein Amt niedergelegt, was letztendlich dazu geführt hat, dass der Bezirksverband Niederbayern aufgelöst ist.
Das ist einmal ist es die Frage, wie ernst nimmst du Ämter, die du übernimmst? Und wenn ich schon dabei bin, kann ich was anfügen. Inwiefern fühlst du dich befangen dann im Bereich von Niederbayern, wenn es da zu einer Verhandlung kommt? Bist du da befangen, ja oder nein? Die Frage der Befangenheit werde ich mir dann stellen, wenn es zu einem Verfahren gegen Niederbayern kommt. Die Frage nach der Ernsthaftigkeit meiner Ämter kann ich dir auch beantworten. Ich werde mein Amt dann niederlegen, wenn meine Gliederung, in diesem Fall der Landesverband, beschließt, die Öffentlichkeit von Parteitagen auszuschließen. Dankeschön, danke. Dankeschön. Dankeschön, danke. Danke. Ja, bitte. Die nächste Frage geht an Feng. Du hast dich auf der Mailingliste geäußert, um dich quasi selbst befangen zu erklären. Findest du das ein sinnvolles Verfahren für jemanden, der so ein Amt hat? Also du wolltest einfach dann für befangen erklärt werden, so ungefähr. Das war tatsächlich meine Absicht. Ich bin schließlich auch noch Basispirat, obwohl ich hier auch Schiedsrichter bin. Aber als Basispirat ist meine Meinung dazu genau die, die ich geäußert habe. Okay, danke. Weitere Fragen an das an die Schiedsgerichtskandidaten? Wenn jetzt keiner wild mit den Armen wedelt und mir zeigt, dass er auf dem Weg zum Mikrofon ist, dann beende ich das hiermit. Keiner wedelt, erst recht nicht wild. Das ist nicht wichtig. Das ändern wir noch, das wurde per Antrag geändert, die Folien sind im Vorfeld schon vorbereitet worden. Ja? Mal einen kleinen Applaus für Claudia, die hier den ganzen Tag hart neben mir arbeitet und OpenSlice wirklich sehr gut bedient. Das ist nur ein kleiner Fehler, aber ich glaube, jeder ist durch den Antrag darauf aufmerksam gemacht worden, dass 3 Ersatzschiedsrichter gewählt werden. Wahrscheinlich fummelt sie jetzt schon wieder rum, um das noch schnell zu ändern, auch wenn ich gesagt habe, sie muss es nicht. Ja, habe ich ja gesagt, ne? So, das würde bedeuten, an diesem Punkt übernimmt mal wieder die nette Wahlleitung. Morgen habt ihr weniger zu tun, keine Angst. Den da, den nicht. Okay, bitteschön, ihr übernehmt wieder. Liebe Wahlhelfer, ran an die Urnen. Los, die Kandidierenden für die Richter erstmal auf der Bühne lassen, bitte nochmal. Genau. Bitte die Ersatzrichter bitte nochmal von der Bühne. Ja. Nur die Richter, ja? Das war nochmal erklären. Ja, klar. Erklärt. Okay, nochmal auch das Wahlverfahren zu erklären. Wir haben jetzt 3 Kandidaten und wir wählen 3 Posten. Auch in diesem Fall gilt, wir wählen per Wahl durch Zustimmung. Ihr könnt bis zu 3 Kreuze machen, aber maximal 1 Kreuz pro Bewerber. Jeder Bewerber, der das Quorum von mindestens oder von mehr als 50% der abgegebenen Stimmzettel erreicht, ist gewählt. Ist das eindeutig? Ist das klar? Genau, also wir wählen jetzt nur die Richter, ja? Erstmal nur die Richter. Genau. Genau, Stimmzettelnummer 13. Die Farbe ist pink, hot pink, sage ich einfach mal. Stimmt das? Puff? Puff. Gut. Jetzt die Wahlhelfer, jetzt schauen wir mal, wir haben eine vollständige Urne. Seid ihr vollständig? 2 vollständige Urnen, da fehlt uns noch ein Wahlhelfer. Ein Wahlhelfer, bitte noch hier, genau, ich. Super, genau, dann haben wir, ihr seid vollständig, genau. Ich finde das echt spitze, dass die Wahlhelfer so flexibel sind und da immer ganz schnell immer zur Seite springen, wenn einer mal ausfällt. Genau, also hier vorne bitte, ja, hier vorne, Markus. Hier vorne bitte noch dazu.
Vielen Dank. Ron, will eine Frage? Kann ich bitte Mikro auf für Ron haben? Kann Ron bitte das Mikro bekommen? Er hat eine Frage zum Wahlverfahren. Ich wollte nur kurz wissen, ob jemand die geheime Wahl beantragt hat. Die geheime Wahl ist in der Geschäftsordnung für die Schiedsrichter explizit vorgesehen. Okay. Das ergibt sich aus der Bundessatzung. Gut. Jetzt sind alle Urnen vollständig besetzt, sehe ich das richtig? Dann bitte ich jetzt die Urnen zu präsentieren. Nein, noch nicht. Erst die leeren Urnen bitte präsentieren, genau. Dann die Urnen bitte verschließen. Und damit ist der Wahlgang Nummer 13 eröffnet. Das passt schon, ich kann das auch. Mach lieber die Musik an, Ron. Ja, Ron ist unten. Ja. Auch wenn der Wahlgang läuft, wenn Bea gewählt hat, bitte ich Bea zu mir auf die Bühne. Ich brauche den Marc Huger dringend auf der Bühne. Marc, bitte komm auf die Bühne. Wenn ihr das hört, dann schickt ihn bitte zu mir. Das ist wichtig.
wenn wir eigentlich wieder für dieses Zelda-Fame kommen müsste. Oder Mega Man 2. Das ist Mega Man 2-Fame. Das müsste nicht kommen. Das kenne ich. Gut, ich sehe keine Wahlhandlung mehr. Wer jetzt noch seine Stimme abgeben möchte, rennt jetzt zu einer Urne. Ich sehe keine Bewegung, dann schließt dieser Wahlgang in 3, 2, 1. Der Wahlgang ist geschlossen. Okay, der Wahlgang ist geschlossen. Unsere wunderbaren Wahlhelfer machen mal wieder die wunderbare Arbeit, die sie die ganze Zeit machen. Und bevor Bea was sagt, sagt Niki was. Bitte, Niki? Niki? Lass Niki erst. Lass erst Niki. Oh, da. Meine Tochter kann ruhig Hallo. Zu mir. Bringen Sie mir hoch. Hallo Marc, wir haben dich mit einem Trick auf die Bühne gelockt. Marc, wir wollen dir für einen Haufen Arbeit im Landesvorstand und im Landesverband danken und haben was Kleines für dich. Und jetzt darf ich noch mal was sagen, diesmal vielleicht ohne zu brüllen, weil ihr eh schon so müde seid. Also, es gibt Probleme mit dem, wie kommt ihr in die Spiegelgasse? Das ist ganz einfach. Entweder ihr stellt euch um 8 vor die Tür und rennt mir hinterher, oder ihr schaut mal in den Twitter-Feed, da habe ich nämlich eine kleine Wegbeschreibung reingepostet. Das ist echt nicht schwierig. Ihr könnt am Petersweg parken, das ist aber teuer. Bei 2 Stunden oder mehr zahlt ihr einen Fünfer. Und von da aus ist es echt simpel. Von hier aus zu laufen sind es gerade mal 2 Kilometer. Also wer laufen will, mir hinterher. Wer St. Petersweg parken will, ist auf sich selbst gestellt und auf Google Maps. So, dann erkläre ich nochmal den weiteren Ablauf, also für die Leute, die es interessiert. Die Wahl des Schiedsgerichtes, die Ersatzrichter sind vorgestellt, das heißt also, wir warten jetzt auf unsere fleißigen Wahlhelfer und die Auszählung. Danach würden wir noch einen Wahlgang machen, nämlich die Ersatzrichter. Und wenn die Ersatzrichter dann durch sind, werde ich den LPT unterbrechen. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Liebe Versammlung, noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir haben ein Ergebnis für die Richter des Schiedsgerichtes. Abgegeben wurden 3. Ich hätte es jetzt eigentlich vorher unserer Versammlungsleitung ansagen müssen. Ich sage es schon mal an und gebe dir die Daten nachher, okay? Gut. Ja, es ist schon ein bisschen später, da lässt die Konzentration nach. Also, es wurden 83 Stimmen abgegeben. 82 Stimmen sind gültig. Eine Stimme ist ungültig. Ich will jetzt mal nicht spekulieren, wessen Stimme das ist. Es entfielen auf Kandidat Nummer 1, BIM, 71 Stimmen. Auf Kandidatin 2, Corinna, 69 Stimmen. Kandidat 3, Holger, 74 Stimmen. Damit sind alle drei Richter gewählt. Schnappt euch bitte ein Mikrofon. 83. Liebe Richter, nehmt ihr euer Amt an? Ich danke für das Vertrauen und nehme das Amt gerne an. Ich sage ebenfalls danke und nehme das Amt gerne an. Dankeschön. Ich möchte mich auch bedanken und das Amt annehmen mit einer Bemerkung. Was ich vorhin im Rechenschaftsbericht gesagt habe, im Tätigkeitsbericht, das werden wir sehr ernst nehmen, was einen Respekt vor einem Schiedsgericht anbetrifft. Und in manchen Situationen ist es nicht gänzlich auszuschließen, dass wir mit den Maßstäben, die wir an uns selbst setzen, bei einer absolut destruktiven Haltung einzelner Menschen dazu kommen, dass nicht ein bayerisches Schiedsgericht über Parteiordnungsverstöße in Bayern entscheiden wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, wir kommen zur nächsten geheimen Abstimmung. Die letzte geheime Abstimmung für heute, hoffentlich. Und zwar... Bitte? Ja, ja, klar, bitte die Kandidaten nochmal auf die Bühne. Und bitte die Kandidaten auf den Beamer. Wer gute Augen hat, kann es wahrscheinlich auch lesen. Jetzt können wir nicht mehr da stehen, die Ohren pfeifen. Was soll denn das? Ja, stellt euch einmal ein bisschen so hin, wie es kehrt, gell? Gut. Also, ihr seht die Kandidaten live, sind auch ihren jeweiligen Nummern zugeordnet. Und wir nehmen jetzt den Stimmzettel Nummer 14. Das ist dieser blau-orange Stimmzettel. Und wir verwenden dasselbe System wie bei der Wahl des Schiedsgerichtes. Ihr könnt einzelne Kandidaten ankreuzen, ihr könnt alle Kandidaten ankreuzen, ihr könnt auch keinen Kandidaten ankreuzen. Wichtig aber eben zu wissen, jeder Kandidat muss die 50%-Hürde überspringen. Das nur noch als kleiner Hinweis. Liebe Wahlhelfer, ich sehe hier einsame Wahlhelfer, da drüben sehe ich ein Pärchen, da habe ich noch ein Pärchen. Ich habe noch zwei vereinsamte Wahlhelfer, die Unterstützung brauchen. Jawohl, sind schon da, passt. Ja, liebe Wahlhelfer, präsentiert nochmal die leere Urne. Bitte präsentieren. Jawohl, vielen Dank. Bitte die Urnen verschließen. Und bevor ich den Wahlgang eröffne, möchte ich mich ganz herzlich für die eifrige Unterstützung der Wahlhelfer bedanken, die wirkliche Kilometer abgelaufen sind. Ich kenne es auch anders.
Also nochmal vielen Dank und eröffne hiermit den Wahlgang Nummer 14. Entschuldigung, liebe Versammlung, ich habe hier einen Kugelschreiber eingestoben von der FDP. Wer meldet sich? Wem gehört er denn? Ah, Michelle. Zur parlamentarischen Linken vorne ist schon eine freie Urne. Frau Vorsitzende, laufen Sie. Sie fliegt. So, hier zur parlamentarischen Linken haben wir zwei freie Urnen. Ihr seid hinten fertig, sehe ich das richtig? Okay, dann sehe ich keine Wahlhandlung mehr. Wer jetzt noch wählen möchte, möge sich bitte jetzt in Bewegung setzen. Trophy läuft, sehe ich das richtig? Ja.
Ja, auf der linken Seite, ihr könnt auch noch nach vorne, da ist die Urne frei. Seid ihr fertig da links? Seid ihr fertig? Gut, dann sehe ich jetzt keine Wahlhandlung mehr. Zweiter Anlauf. Wer jetzt noch wählen möchte, rennt jetzt. Ich sehe keine Bewegung. Dann schließt dieser Wahlgang in 3, 2, 1. Der Wahlgang ist geschlossen. Hallo? Wenn jemand noch in die Stadt mit dem Bus mitfahren möchte, wir hätten noch 8 Plätze auf Busfahrkarten frei. Das heißt, Sie müssen den Bus nicht zahlen. Also wer da mitfahren möchte, meldet sich bitte bei mir. Bei mir? Thank you.
Liebe Versammlung, ich weiß, ihr seid hungrig und durstig, aber wir haben noch ein Ergebnis. Ach, ist das schön zu hören. Also wir haben Ersatzrichter. Und zwar wurden insgesamt 74 Stimmen abgegeben. Davon entfielen, die waren alle gültig übrigens, super, vielen Dank, alle gültig. Davon wurden abgegeben für Kandidat 1, für Feng Li, 65 Stimmen. Für Kandidat 2, für Günther, 60 Stimmen. Und für Kandidat 3, Michael, 67 Stimmen. Damit sind alle drei Ersatzrichter ordnungsgemäß gewählt. Liebe Ersatzrichter, nehmt ihr eure Wahl an? Hab keinen Ton, mag ich nicht. Dann komm rauf zu mir, ich mag dich schon hören. Jetzt geht's. Okay. Dankeschön für die Wahl, ich nehme es an. Gratuliere. Auch danke, ich nehme die Wahl auch an. Gratuliere. Und wie immer auf Landesparteitagen, über 90%, ich nehme an. Gratulation. So, machen wir jetzt noch die Kassenprüfer. So, meine Damen und Herren, liebe Piraten, ja, ihr seid alle schon im Aufbruch, ich hatte es ja schon angekündigt. Ich freue mich, dass das so gelaufen ist. Wir werden morgen früh um 10 Uhr mit der Wahl der Kassenprüfer weitermachen. Das heißt also, hiermit unterbreche ich den Landesparteitag Bayern 14.2, 14.1, Entschuldigung, bis morgen früh um 10 Uhr. Ich bitte um Pünktlichkeit, auch wenn ihr heute Nacht noch viel saufen werdet, ich weiß, denn wir möchten die Kassenprüfer wählen und dann die Satzungsänderung machen und am Nachmittag auch ein bisschen Politik. Alles klar. Ich wünsche euch eine gute Heimreise, wohin auch immer, und viel Spaß heute Abend. Tschüss!